Die meisten, die über die Anfängerphase beim Klarträumen schon hinaus sind, werden es kennen. Diese Zeit, diese Phase, wenn die Motivation nachlässt und man denkt sich vielleicht irgendwelche Ziele aus, aber nichts davon packt einen mehr so richtig. Die anfängliche Euphorie ist verflogen und man fragt sich vielleicht, wie man da wieder hinkommen kann. Oder man ist ohnehin schon zu dem Schluss gekommen, dass das Klarträumen doch nicht die Mühe wert ist. Ein nettes Hobby, wenn man die Muße hat, aber wenn man schon kennt. So klingt es zumindest aus den Mündern mancher. Die, die in der Community bleiben, klingen eher so, als müssten sie sich peinigen, weil sie so ein schlechtes Gewissen haben, weil sie sich nicht mehr ordentliche Ziele für diese heilige Aufgabe des Klarträumens ausdenken können. Ja, Klarträume sind cool. Manchmal hilft es auch, sich Ziele auszudenken, die einen wieder neu motivieren. Was ich aber nicht empfehlen kann, ist, sich Ziele aus den Fingern zu saugen, die es nicht bringen, oder aber das ganze Thema einfach sich ausschleichen zu lassen. Vielleicht ist das Klarträumen auch nicht für jeden was, aber das Träumen, wir träumen doch sowieso jede einzelne Nacht. Also wenn wir sowieso träumen, was wollen wir denn dann in den Träumen erleben? Wie wollen wir die Träume gestalten, wenn wir darauf irgendwie Einfluss nehmen können? In dieser Hinsicht ist das Klarträumen nicht vergleichbar mit einem anderen Hobby. Nehmen wir zum Beispiel das Zeichnen. Ich kann mich jederzeit hinsetzen und sagen, ich zeichne jetzt. Ich kann einfach anfangen, instantan mein Hobby ausleben. Easy. Ein Klarträumen, wenn ich jetzt sage, okay, ich lege mich jetzt hin und habe einen Klartraum, naja, selbst wenn ich sage, ich lege mich jetzt hin und schlafe sofort ein. Da handelt es sich dann doch eher um Wahrscheinlichkeiten und Erfahrungswerte. Das Klarträumen findet auf verschiedenen Ebenen statt. Nicht wie das Zeichnen nur während ich es tue, also während wir gerade klar träumen, sondern eben auch schon im Wachleben. Und es ist nicht so, wie es eigentlich immer den Anschein hat und wie es klingt, dass wir Techniken haben, mit denen wir Klarträume induzieren, sondern im Gegenteil. Im Gegenteil, wir verhindern sie. Hier handelt es sich um Bedingungen. Wir schaffen die Möglichkeit für Klarträume, dass sie wahrscheinlicher werden. Aber wer weiß, warum die eine Technik heute funktioniert und morgen nicht. Viele von diesen Bedingungen kennen wir noch nicht mal. Was aber ähnlich ist wie bei jedem anderen Hobby, ist, dass wir Motivation brauchen. Nur durch Motivation bleiben wir auch dran und nur so kriegen wir auch Erfolge. Im Klarträumen gibt es aber noch eine zweite Ebene. Die Motivation allein kann schon einen Klarträum wahrscheinlicher machen. Stell mal vor, du willst irgendwas zeichnen, du bist so fucking motiviert, es ist dir so richtig wichtig und plötzlich hast du so eine richtig geile Zeichnung vor dir liegen. Ja, das funktioniert so nicht, aber beim Klarträumen kann das schon passieren. Aber Motivation ist nicht gleich Motivation, wie wir ja schon festgestellt haben. Manchmal reicht es sich nicht, sich irgendwelche Ziele aus den Fingern zu saugen oder sich mit Gamification das alles ein bisschen schmackhafter zu machen, das motiviert nicht immer. Und da hilft nur noch eins. Lasst uns beten. Lasst uns meditieren. Ich sitze hier zwischen den Zweigen des Bodhi-Baumes. Aber lasst uns jetzt nicht unsere Gedanken leeren. Meditation, ich meine damit jetzt einfach nur, dass wir uns auf unsere Ziele besinnen. Wir gehen tief hinein in unsere Ziele und das heißt, wir gehen dahinter. Wir hinterfragen unsere Motive. Müssen es wirklich Klarträume sein? Lasst uns doch einfach mal die Klarträume aus der Gleichung rausnehmen. Wenn wir ohnehin träumen, was wollen wir dann im Traum erleben? Und lasst uns jetzt nicht bei unseren Wünschen und Vorstellungen aus dem Wachleben stehen bleiben. Wenn wir uns an unsere Träume der letzten Tage und Wochen erinnern können, dann können wir da nochmal hineingehen und uns fragen, was macht dieser Marienkäfer auf meiner Hand? Und was war uns in diesen Träumen wichtig? Was für Bedürfnisse hatten wir in den Träumen? Was hätte uns im Traum geholfen oder den Traum aufgewertet? Wir können uns das auch ganz konkret ausmalen, was den konkreten Traum verbessert hätte. Aber das müssen wir noch gar nicht mal. Wenn wir dann unsere Herzangelegenheiten
in unseren Träumen gefunden haben und vergleichen mit den Herzensangelegenheiten in unserem Wachleben. Und wenn wir dann Übereinstimmungen finden, dann sind das gute Kandidaten für eine intrinsische Motivation. Wenn ich mich frage, was meine Träume hätte aufwerten können, und es war zum Beispiel ein unangenehmer Traum, dann kann die Antwort sein, dass ich den ganzen Scheiß, den ich erlebt habe, am liebsten nicht mitgemacht hätte, dass ich mich irgendwie besser gewehrt hätte. Ganz gerne. Wenn es ein neutraler Traum war, dann kann die Antwort sein, naja, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn der bombastisch gewesen wäre, wenn der mich richtig inspiriert hätte. Und wenn es schon ein schöner Traum gewesen ist, auch dann kann ich mir was vorstellen, dass es den hätte aufwerten können, zum Beispiel, wenn die Erinnerung noch klarer gewesen wäre, wenn die Wahrnehmung im Traum noch brillanter gewesen wäre oder lückenloser, sodass ich mich später besser erinnern und das zum Beispiel zeichnen kann. Also sich so die Träume auf diese Art und Weise durchzugehen, das schafft bei mir Motivation. Nicht nur Motivation zum Klarträumen oder so, sondern auch mir die Träume aufzuschreiben, sie durchzugehen oder auch mal nachts aufzustehen und dann mit dem Wunsch wieder einzuschlafen, dass die Träume besser werden oder dass da halt einfach mehr Schmackes reinkommt. Das war die erste Meditation. Wir können jetzt noch eine zweite Meditation machen. Wenn wir uns speziell auf Klarträumen fokussieren, können wir uns die Frage stellen, zwei Fragen stellen. Erstens, was war das Fundamentale am Klarträumen, das uns am Anfang so stark begeistert hat? Und zweitens, wie ist es gekommen, dass diese Begeisterung kaputt gegangen ist? Meine Antwort, die ich gefunden habe, für mich ist, dass es beim Klarträumen fundamental um Freiheit geht. Diese Freiheit drückt sich ja in so vielem aus, was man im Klartraum machen kann und auch machen will. Dieses ganze Erkunden, Abenteuer erleben, die ganzen Supermächte und Fähigkeiten, Wunscherfüllungen. Vor allem das Fliegen, das ist ja die beliebteste Tätigkeit im Klarträumen. Das drückt ja schon richtig symbolhaft aus, wie man diese Freiheit erlebt. Und dieses Freiheitsgefühl, das ist es doch, warum ich klarträumen will. Und es geht dann noch nicht einmal darum, welche Ziele ich genau verfolge, was ich genau mache im Klartraum. Es geht wirklich um dieses Gefühl, ich kann alles machen. Wow, was geht ab? Und das zu fühlen, das ist es eigentlich, worum es geht beim Klarträumen. Und dann kommt noch ein zweiter Punkt dazu. Das ist das Bewusstsein, das ist das Verbinden mit mir selbst, mit meinem Unbewussten. Weil der Klartraum, der ist ja keine Sandbox, die einfach irgendjemand anderes für mich generiert hat, sondern das kommt ja aus mir selbst. Das hat mit mir zu tun, das lässt mich nicht kalt, was hier abgeht und es ist auch in Resonanz mit meinen Gefühlen. Also alles, dem ich begegne im Klartraum, oder allgemein im Traum, das spiegelt ja wieder auch, was ich fühle und denke und reagiert darauf. Und da kann ich ja sehr viel erkunden, da kann ich ja nicht nur quasi etwas Spannendes, Cooles erkunden, sondern etwas, das mit mir zu tun hat. Da kann ich etwas über mich erfahren. Und das ist, denke ich, so der zweite Punkt, zumindest für mich, der am Klarträumen so begeisternd ist. Dieses Eintauchen in tiefere Schichten von mir selbst, weil hier natürlich auch Sachen zutage kommen, die ich so im Wachleben vielleicht nicht, die mir nicht so bewusst sind oder die ich nicht so sehr auslebe. Im Klartraum lebe ich dann Charaktereigenschaften aus oder Gefühle, die mir im Wachleben vielleicht sogar ein bisschen fremd sind. Und dieses Ausleben von Anteilen und auch Kennenlernen von Anteilen, das zeigt, dass die Erkenntnis, die im Traum so stattfindet, nicht vergleichbar ist mit dem, was wir im Wachleben oft als Erkenntnis kennen. Es ist nicht einfach nur ein rationales Verstehen, sondern es ist mehr so ein Integrieren. Und wenn man das immer und immer wieder erlebt, so Erlebnisse von Selbstbewusstsein, von Wirkmächtigkeit oder eben davon, dass man auch anders sein kann und dass man die Dinge auch anders sehen kann. Naja, zum Beispiel auch, dass die Welt als Wunder und eben auch im Sinne von Freiheit, dass man wahrgenommen werden kann, dass man viele Möglichkeiten hat. Das immer und immer wieder zu erleben, das ist, finde ich, so
auch das Besondere an Klarträumen, was für mich den transformativen Aspekt ausmacht, dass die quasi wirklich die Persönlichkeit verändern können oder das Wachleben bereichern können. Weil wenn man etwas immer und immer wieder erlebt, dann prägt das einen ja auch. Ja, wenn das alles so geil ist, warum beschäftige ich mich dann aber nicht jede freie Minute damit? Kommen wir also zur zweiten Frage. Was war der Dämpfer meiner Motivation? Ich glaube, es gibt im Allgemeinen drei grundlegende Dämpfer. Zum einen haben wir ausbleibende Erfolge. Das kann sein, dass man einfach nicht viele Klarträume hatte. Es kann sein, dass man vielleicht noch nicht mal richtig Traumerinnerung hat oder man hat Traumerinnerung, aber man kann mit den Träumen irgendwie gar nichts anfangen. Zweitens, die Techniken machen einfach keinen Spaß, wenn sie nicht wirklich ertragreich sind und gleichzeitig als Mühe und nur wirklich Mittel zum Zweck wahrgenommen werden. Ja, also wenn du jetzt jeden Tag DIN A4 Seiten Traumbericht niederschreiben musst, obwohl die Träume dir eigentlich gar nichts sagen. Oder wenn du, weiß ich nicht, jedes Wochenende deinen Schlafrhythmus kaputt WBTBst. Oder, keine Ahnung, sonstige Reality-Checks, immer wieder das Gleiche und es ist einfach boring. Der dritte Dämpfer, man hatte vielleicht Klarträume, aber die waren gar nicht so geil. Es kann ja sein, dass man sowas erlebt hat wie Traumfiguren, die ganze Zeit nur Blödsinn labern. Oder man kommt nicht vom Boden, wenn man fliegen will. Oder man beschäftigt sich einfach die Hälfte des Traums damit, dass man den Traum irgendwie stabilisieren will und überall reinbeißt und sich festklammert und trotzdem nach 5 Minuten ist man wach, spätestens. Naja, und dann gibt es natürlich noch die viel schlimmeren Träume, also Schlafparalyse-Erlebnisse, die schon einige Leute abfreaken können. Oder allgemein Klarträume, in denen du dich nicht bewegen kannst, nicht sehen kannst und so weiter. Das ist ja alles nichts Tolles, aber das gibt's auch. Ja, das sind ja ziemliche Downer, diese drei Gründe. Und es ist ja unter dem Gesichtspunkt ziemlich verständlich, dass wir uns mal ganz ernsthaft fragen sollen, ob Klarträume wirklich für jeden Menschen was sind, beziehungsweise ob die wirklich so geil sind, wie sie immer versprochen werden. Wenn man jetzt sowas erlebt hat und dann denkt man, oh, ich will mal wieder klarträumen, legt sich im WBTB oder sonst wann hin und macht eine Suggestion, ich erinnere mich an meine Träume, im Traum erkenne ich, dass ich träume. Warum macht man das? Damit sind dann doch so Erlebnisse verbunden. Das assoziiert man dann damit. Warum sollte man das als Suggestion verwenden? Das ist doch falsch. Ich finde Klarträume auch geil, aber eben nur, wenn sie auch wirklich geil sind. Ich habe das alles, was ich eben beschrieben habe, selber erlebt und deswegen sind Klarträume an sich schon lange nicht mehr mein Ziel. Ich mache immer wieder diese Meditation, besinne mich darauf, was mir wichtig ist und ich komme nicht zu dem Schluss, dass ich klarträumen will. Ich komme auch nicht zu dem Schluss, dass ich einfach nur Träume erinnern will, sondern ich komme zu dem Punkt, was mir eigentlich wichtig ist an den Träumen. Und dann kann ich das nennen, ich will Freiheitsträume. Ich will Connection zu mir selbst träumen, ich will transformative Träume. Und am Ende ist es auch egal, wie meine unbewusste Intuition das verwirklicht. Ob ich das jetzt mit Klarheit mache oder ohne Klarheit. Es ist natürlich schon so, dass Freiheit, Connection mit sich selbst, dann auch häufig mit Klarheit irgendwie in Verbindung stehen, weil es hat ja was mit Klarheit zu tun. Und dann bin ich auch irgendwie luzid, aber nicht immer so extrem. Und es stört auch nicht, weil ich habe lieber meine Ziele verwirklicht, ohne Klarheit, als andersrum, dass ich die Klarheit habe, ohne die Ziele und dann eben das erlebe, was ich eben beschrieben habe, diese ganzen Dämpfererlebnisse. Denn die falsche Art der Klarheit gibt es auch. Es gibt eine Art der Klarheit, wo man sich wie im Wachleben getrennt wahrnimmt von seinem Inneren, von dem das Unbewusste im Traum irgendwie als eine Art Fremdkörper oder als eine Art Hindernis wahrnimmt und dagegen arbeitet. Und daraus ist für mich nie irgendwas Gutes entstanden. Und sowas brauche ich nicht mehr. Deswegen mache ich auch keine Suggestion mehr, ich werde klar oder so. Ich finde es ziemlich wichtig, dass man genau ist bei seinen Zielen, dass man wirklich konkret sich fragt, was man mit den Träumen will, damit man am Ende auch etwas fokussiert und dann eben auch erlebt.
womit man wirklich leben will. Ich habe ja schon einige YouTube-Videos gemacht, die alle auf einzelne Aspekte zu dem Thema, jetzt zum Beispiel Scheißtechniken, eingehen. Das heißt, ich habe das Gegenteil versucht zu zeigen. Techniken, die für sich genommen schon Spaß machen und die auch wegführen von dem Klarträumen aus das höchste Ideal. Also Lucid Living, Traum-Yoga-Übungen, kritisches Bewusstsein, das einfach schon während man es tut eine Bereicherung ist. Oder sowas wie Hypnagogien erkunden, Traumdeutung machen, Trauminkubation. Diese ganzen Sachen, die man machen kann, ohne sich mit Klarträumen schon beschäftigen zu müssen oder Klarträume zu brauchen als Erfolg dafür. Und jetzt diese Meditation sehe ich eben auch schon als so eine Möglichkeit, weil es eben wichtig ist, sich zu vertiefen auf das, und da hinten sieht es schön aus. Da hinten sieht es gerade schön aus, siehst du nicht, ne? Schade. Müsst ihr sehen. Ich zeig's dir. Kannst du überhaupt sehen, weil die Kamera ist ja schon... Ja, ne? Ist schon ziemlich klein jetzt. Diese Meditation, von der ich jetzt erzählt habe, also einerseits sich zu fragen, wie kann man die Träume aufwerten, egal ob sie jetzt positiv oder negativ waren. Andererseits auch die Frage, was war es denn so am Klarträumen, was einen so richtig bombastisch interessiert und begeistert hat und was war es am Klarträumen, das man nicht gut findet und auch nicht mehr will. Diese Meditation, die mache ich immer wieder, weil sie, während ich sie durchführe, schon eine Bereicherung für mich darstellt. Weil sie schon am Tag, bevor ich wieder schlafen gehe, mein Bewusstsein verändert. Also sie bringt das Traumbewusstsein in mein Wachleben. Ich fühle mich kreativer, ich fühle mich mehr verbunden mit meiner inneren Mitte. Und ich weiß, was... Ich hoffe mal, dass ich jetzt nichts abkriege. Ich weiß, was in mir vor sich geht, was ich will. Und deswegen bin ich dann auch motiviert, diese Meditation immer und immer wieder zu machen und nehme das jetzt nicht als Arbeit oder Mühsal wahr, sondern als etwas Schönes, als eine Art sogar Erholung. Also wenn ich gestresst bin und es mir schlecht geht oder ich aus der inneren Balance bin, dann sage ich, ich brauche mal wieder diese Meditation. Es muss ja nicht genau die Art der Meditation sein, wie ich es jetzt beschrieben habe, auf Träume bezogen, sondern es kann sich auf das ganze Leben im Allgemeinen beziehen. Es geht grundsätzlich darum, zu wissen, was ich will und nicht nur zu wissen, sondern es zu fühlen. Und dadurch, dass ich motiviert bin, das eben immer wieder zu machen, mache ich es auch immer wieder. Und dadurch, dass ich es immer wieder mache, hat es dann nicht nur einen Einfluss auf mein Wachleben, sondern auch auf mein Traumleben. Natürlich beeinflusst das meine Träume. Vielleicht ist das Klarträumen eher vergleichbar mit dem Erschaffen eines Kunstwerks. Also nicht mit dem Zeichnen an sich, was man jederzeit machen kann. Jederzeit in den Flow zu kommen und dann ein Werk zu erschaffen, das richtig tief berührend ist. Das ist vielleicht auch eher eine Sache von Wahrscheinlichkeiten. Und da lohnt es sich natürlich auch, jeden Tag zu zeichnen, um besser zu werden und um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man so einen Wurf hinbekommt. Aber das Zeichnen an sich lohnt sich auch schon jeden Tag, auch wenn man eben nicht in diesen Flow immer direkt hundertprozentig reinkommt. Oder wenn das Werk zumindest nicht dem entspricht. Aber einfach, dass man selber sich damit beschäftigt, mit dem kreativen Prozess, mit dem Suchen des Flows. Das ist, man kann darin auch erkunden, man kann ja auch im kreativen Werk, und deswegen finde ich das jetzt doch vergleichbar mit dem Klarträumen. Man kann darin erkunden, man kann darin Freiheit finden, man kann darin auch sich selber kennenlernen, Aspekte von sich finden und ausleben. Wichtig ist, dass man nicht verkrampft dran geht und sagt, es ist nicht so geworden, wie ich es verdammt nochmal haben wollte. Weil dann ist es wie beim Klarträumen, dann ist man raus. Ja, also es ist mir wirklich egal, auf welche Weise. Es geht mir darum, diesen Flow zu finden, diesen Freestyle-Zustand zu finden, indem ich meine Intuition agieren lassen kann und indem ich wirklich das Gefühl habe, ich bin in mir connected, ich bin irgendwie gegrounded. Ich habe einfach so diese Sicherheit in mir selbst. Und ich kann mich ausdrücken, ich kann mich erkunden. Das ist Freiheit, das ist Selbstconnection und das führt dann eben auch in Kombination zur
Transformation. Transformation des Lebens, das ist es, was mich interessiert. Egal auf welche Weise genau. Und jetzt stell dich mal vor, das auch noch zusammen mit anderen Leuten. Das wäre doch, was für ein Reichtum. Was für ein Reichtum, den man da entfesseln kann.